Sehr geehrte Damen und Herren, bei Herrn Fussem weiß man ja leider nie so genau, welcher Fussem spricht gerade. Das war jetzt eben auch aus grüner Sicht ein Stück nachvollziehbar und mittragbar, denn auch wir würden ja sagen, ÖPP macht in Einzelfällen Sinn, wenn, dann muss das vernünftig durchgerechnet und durchgeplant sein. Aber es gibt auch die andere Variante von Herrn Fussem. Wir kennen es über Pressemitteilungen, wir kennen es auch über gemeinsame Diskussionen, vor kurzem noch hier beim NRW-Speditionsverband, Logistiker- und Speditionsverband, wo Sie breit dafür geworben haben, dass sozusagen die Finanzierungsperspektive im Straßenbau ÖPP zu sein hat. So, und da sind wir ganz klar auseinander. Wenn Sie mal einmal ein Projekt vorlegen könnten, wo man sagen könnte, mit einer ÖPP-Finanzierung, Sie können sich gerne bilateral weiter austauschen, ich mache trotzdem meine Rede weiter, wenn es mal ein vernünftiges Straßenverkehrsprojekt geben würde, wo man sagen könnte, von der Planung bis zur Umsetzung, bis zur Wartung hat eine ÖPP-Finanzierung, ein ÖPP-Projekt funktioniert. Und zwar nicht nach 30 Jahren irgendwie unter der Formulierung volkswirtschaftlich, sondern es hat sich entsprechend gerechnet. Es war günstiger für die Steuerzahler, es war schneller fertig, es war auch in der Wartung entsprechend vernünftig. Wenn es solche Projekte geben würde, dann könnten wir ja sagen, okay, da können wir auch mitgehen. Aber es gibt kein einziges Straßenprojekt in Deutschland, kein einziges Straßenprojekt von den 10, 12 Projekten, die bisher mit ÖPP finanziert worden sind, die sich nicht sozusagen in den Kosten deutlich verteuert haben gegenüber der Planung, die nicht langsamer umgesetzt worden sind und die letztlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht mehr gekostet haben. Und deswegen haben wir hier einen klaren Spalt. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sich nicht bei den Länderverkehrsministern, ja auch einige aus Reihen der CDU oder aus CDU-geführten Koalitionen oder auch CSU, 16:0 letzte Woche noch entschieden bei der Verkehrsministerkonferenz, warum Sie sich da nicht entsprechend einreihen. Es gibt gute Argumente, die bisherige Finanzierungsstruktur grundsätzlich beizubehalten, zu gucken nach Effizienzmöglichkeiten, das Ganze zu beschleunigen. Das Ganze, das haben Sie ja eben auch erwähnt, beziehungsweise der Verkehrsminister hat es in der Pressekonferenz erwähnt, die Länder an ein paar Punkten da auch straffer an die Zügel zu legen. Aber einen grundsätzlichen Systemwechsel, das steckt ja dahinter bei Dobrindt. Und das steckt auch dahinter in Ihren Formulierungen. Wir wollen weg von der öffentlichen Finanzierung und von der öffentlichen Kontrolle. Wir gründen eine Bundesfernstraßengesellschaft, finanzieren sie über Mauteinnahmen, geben das Geld in diese eigenständige Gesellschaft und dann wird sozusagen in so einer Mammut-Megabehörde auf Bundesebene entschieden, was in den Ländern an Straßenbau zu laufen hat, entzogen jeglicher parlamentarischen Kontrolle. Und da werden wir nicht mitgehen. Das ist ganz klar. Und deswegen haben wir entsprechend Ihrem Antrag, wir haben ihn ja nicht nur hier schon mal im Plenum debattiert, wir hatten auch die entsprechende Anhörung dazu, darum haben wir unseren Entschließungsantrag dagegen gesetzt. Wir wollen an der öffentlich-rechtlichen Straßenverkehrsplanung festhalten. Und es hat zahlreiche Reformschritte gegeben in den letzten Jahren im Bereich Straßen-NRW. In der Neustrukturierung, es gibt eine konzentrierte Spitze mit einer Person, wir haben die Regionalniederlassungen geschaffen, es wird dort effizienter geplant. Und das ist auch notwendig. Wir brauchen eine Beschleunigung bei den Planungen, wir brauchen eine Beschleunigung bei der Umsetzung. Wir haben einen großen Sanierungsstau. Das ist völlig zweifelsfrei. Aber alle Berichte, die vorliegen, Bodewig-Kommission, Dehre-Kommission, ja mit Ihrem ehemaligen CDU-Verkehrsminister Dehre auch entsprechend formuliert und vorangetrieben, diese ganzen Berichte sind eindeutig. Es soll in der öffentlichen rechtlichen Planung und Strukturierung festgehalten werden, weil es eben zu viele Kritikpunkte gibt, wenn man einen Systemwechsel machen würde. Was ist mit der Frage Zersplitterung Betriebsdienst? Was ist mit den Risiken bei den Vertragsmodalitäten? Was ist mit den Nachteilen für mittelständische Unternehmen, die sich entsprechend auf solche Aufträge nicht mehr bewerben können? Für uns ist klar, wir sind Anwälte der Menschen, die ein hohes Mobilitätsbedürfnis haben. Wir wollen die Straßen und die Infrastruktur in Schuss halten. Aber wir sind nicht die Anwälte von großen Bauunternehmen und Baukonzernen, die sich eben mit dieser ÖPP-Finanzierung entsprechende Vorteile versprechen. Deswegen lehnen wir einen Systemwechsel an dieser Stelle ganz klar ab, lieber Kollege Fussem. Was, das am Ende der Rede kurz zusammengefasst, was ansteht, ist, dass wir eine Überjährigkeit bei der Finanzierung durchsetzen müssen, politisch durchsetzen müssen. Wir brauchen eine Beschleunigung von internen Verfahren
Und wir müssen bei den entsprechenden Verfahren und Ausbauplänen eine Beteiligung der Länder grundsätzlich bei den Projekten sicherstellen. Wenn das entsprechend auf den Weg kommt, werden wir die Effizienzgewinne, die Sie auch einfordern, die Sie auch zu Recht einfordern, umsetzen können. Aber bitte im bisherigen System mit Verbesserungen und nicht mit einem Systemwechsel. Deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab und empfehlen unseren Antrag zur Beschlussfassung. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.